Harald, ist nur ein Gerücht, das ihr beantragt habt, zukünftig nur noch auswärts zu spielen, oder? Nein, das ist ein absolutes Gerücht, weil wer die letzte Saison gesehen hat, wir waren, das war auch der Schlüssel zum Erfolg, wir waren zu Hause sehr stabil und konnten da auch unser Spiel umsetzen. Und ich denke mir, das Tor zeigt, dass bestimmte Automatismen im Spiel sind, die wir letztes Jahr, die der Ralf und sein Team eingeübt haben. Ja, diese Situation dann zu erkennen, wann muss ich pressen, wann muss ich den Gegner zum Fehler zwingen und dann sofort umschalten Richtung Tor und das Tor machen. Wir wollen versuchen, mutig aufzutreten, wir wollen versuchen, dort in der Liga schnell anzukommen. Wir hatten ja auch vor kurz einer Woche ein Heimspiel gegen einen Gegner, wo wir auch gezeigt bekommen haben, was wir noch alles erarbeiten müssen und wo wir überall noch Defizite haben. Das hat uns sehr gut getan. Wir bleiben da auch völlig nüchtern bei der Betrachtung. Wir sehen uns als Bereicherung und wir werden alles dafür tun, um die Klasse zu halten. Wenn man über den FC Ingolstadt spricht, viel mit dem Namen des Trainers verbunden, mit Ralf Hasenhüttl. Was macht er so besonders gut, Harald? Ja, ich möchte da nicht einen vergessen, Thomas Linke, ja, der auch zu uns gestoßen ist in einer gewissen Zeit, wo wir so eine normale Entwicklung durchlebt haben als Verein. Mhm. Und die beiden haben es geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren, der Mannschaft ein Gesicht zu geben. Und er hat es geschafft, Konstanz in diese Mannschaft zu bringen. Und er ist sehr authentisch, er lebt das vor, er bringt diese Leidenschaft mit und die Mannschaft gibt ihm das zurück. Trotzdem habe ich natürlich eine Frage an dich mit dieser Torwartrotation. Das musst du uns mal allen erklären. Ja, das ist... Also hat das ja immer gewechselt. Ja, ob ich da der richtige Ansprechpartner ist, aber es ist so, wir haben gesagt vor der Saison, wir brauchen zwei starke Torhüter, weil wir das bei anderen Mannschaften gesehen haben, dass es da immer Probleme gab. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Genau, und die beiden pushen sich hoch und wenn beide so halten wie in den letzten Wochen und das fördernd ist, dann wird der Trainer schon die richtigen Entscheidungen treffen. Das wäre was für dich gewesen, oder? Ja, da wäre ich heute beim Manager, würde sagen, hör mal, lass uns auflösen. Ja. Alle zwei Wochen nur zu spielen, das wäre für mich nichts gewesen. Also tut mir leid. Aber wenn die Lösung funktioniert, ja, ist sie ja gut. Glaubst du, sie wird funktionieren auf Dauer? Nein. Nein, oder? Nein, ich glaube, dass ein Torwart Vertrauen braucht. Ich glaube, dass ein Torwart auch mal aus einem schwächeren Spiel herausgehen muss, ohne in Frage gestellt zu werden. Nur dann kann er seine volle Leistungsfähigkeit entfalten. Also das wird nicht gehen, wenn er nur weiß, ich bin alle zwei Wochen oder alle drei Wochen nur im Rennen. Das wird nicht reichen. Wie sehr stört es sich denn, mit Vereinen wie Wolfsburg und Hoffenheim verglichen zu werden, in einen Topf geworfen zu werden? Ja, das ist Unkenntnis. Mhm. Weil wenn man uns kennt und wenn man sieht, wie der Verein aufgebaut ist, und ich kann nur jedem sagen, wir haben die Tür immer offen, die können zu uns kommen, können schauen, wie wir funktionieren. Und ich glaube, Jörg kann da auch ein bisschen was dazu sagen. Der kennt uns ja auch schon ein bisschen länger. Es gibt da eine gemeinsame Vergangenheit und sein Sohn. Mach weiter. Ja, sein Sohn hat bei uns gespielt. Ja. Du antwortest, ich find schon mal gut zu erfahren, dass wenigstens einer in deiner Familie Fußball spielen kann. Er war auch Torwart. Du hast ein bisschen nachdenklich gerade geschaut, als Harald geantwortet hat. Nein. Warum? Die Ingolstädter gehen einen interessanten Weg und sie wirken auf mich im Moment nicht so, als ob sie Zuwendungen bekommen, die extrem groß werden und sie wirbeln nicht auf dem Transfermarkt herum, als ob Geld keine Rolle spielt, sondern sie... Also sie haben auch nicht so viel Geld, wie vielleicht immer nach außen dargestellt wird? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie ganz normal aufgestellt sind, dass sie natürlich mit Audi jemanden im Rücken haben, der auch mal über eine Schwierigkeit hinweghelfen kann, gar keine Frage. Mhm. Und wenn es erfolgreich ist, werden die auch ihr Engagement erhöhen. Also ich glaube, auch da, also für die Zukunft ist das mit Sicherheit ein Modell, wird trächtig. Also ich meine, wir haben auch Ford und die Na, dann haben wir sie gleich alle durch hier. Ja, ja.